So, jetzt sind wir hier, können wir ganz viel stehlen, 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 stehlen. Kronkorken, synthetische Wahrheit. Was gibt's hier oben? Aha. Warum kommt denn jetzt hier hoch? Gucken wir uns erstmal das Terminal an. Artikel die synthetische Wahrheit. Okay, das ist das. Datei Leserbeschwerden. Anerkennung für die Mauer. Datum 15.02. In der neuesten Ausgabe Ihrer Zeitung wird in keiner Weise erwähnt, welchen Beitrag die mächtige Mauer bei der Abwehr der Supermutantenangriffe letzten Monat geleistet hat. Ich empfinde es als äußerst Abstoß und werde keine weitere Ausgabe mehr kaufen, bis diese Entehrung öffentlich berechtigt wird. Veröffentlichte Antwort: Wir wissen, den Beitrag aller zu schätzen, die für die Sicherheit in unserer großartigen Stadt sorgen, von den mutigen Sicherheitsleuten bis hin zur mächtigen Mauer. Persönliche Antwort: Lieber Vollidioten, zwei Mitglieder der Diamond City Sicherheit sind bei der Verteidigung der Stadt ums Leben gekommen. Wo war denn auf dem Sperrholz da? Ach Mann. Och Mann. Fröhliche Geschichte. 14.04. Ich finde die Themenauswahl etwas bedrückend. Wie wäre es mal mit einer fröhlichen Geschichte, vielleicht über eine nette Bar? Veröffentlichte Antwort: Danke für Ihre Rückmeldung. Unsere Themen werden nach Relevanz für die Bewohner von Diamond City ausgewählt. Persönliche Antwort: Vadim, eine Geschichte über deine Bar hat sicher kein fröhliches Ende. Schämt euch. Datum 1.10. Ihre Zeitung versucht nur, die Angst vor Synth zu schüren, um die Auflage zu steigern. Sie sollten sich schämen. Veröffentlichte Antwort: Danke für Ihre Nachricht. Unsere Zeitung ist stets bemüht, alle Artikel wahrheitsgemäß und frei von Werten und Meinung zu gestalten. Persönliche Antwort: Danke für deine Nachricht. Ich hoffe, du wirst entführt. Na, bye bye. Ist ein bisschen wild. Zwei Geliebte. Liebe Public, ich kann mich nicht zwischen zwei Geliebten entscheiden. Zum einen habe ich meinen Beruf. Jeder Augenblick, den ich mit dem Nachwuchs verbringe, für den ich arbeite, erfüllt mich mit so großer Freude. Andererseits habe ich meinen Mitarbeiter. Weise, geduldig, höflich. Viele sagen, dass ich nicht lebhaft genug für ihn bin, aber ich kann mir kein Leben mit jemandem anderen vorstellen. Ich möchte ihm meine Gefühle gestehen, aber meine Arbeit ist mein Leben. Bei einer Beziehung würden alle Beteiligten zu kurz kommen. Ich muss mich entscheiden, Publik. Aber für wen? Zwei Geliebte. Ein Sender. Liebe ist etwas Seltenes. Doppelte Liebe, doppelt selten. Kriegt das hin. Immerhin arbeitet ihr ja im gleichen Gebäude. Teenie-Problem. Liebe Public, ich und meine Kleine sind jetzt schon eine Weile allein. Sie ist das Wichtigste in meinem Leben, aber in letzter Zeit scheint es ihr keinen Spaß mehr zu machen, Zeit mit ihrem Papa zu verbringen. Klar, irgendwann wird sie erwachsen, aber ich bin noch nicht bereit loszulassen. Was kann ich tun, um meine Kleine nicht zu verlieren? Teenie-Probleme. Liebe Einsender, dein Mädchen wird langsam ihr eigener Mensch. Lass sie Entscheidungen treffen, Fehler machen. Gib ihr vielleicht ein paar Kronkorken mehr, damit sie ihre Freunde öfter zu Nudeln einladen kann. Wenn sie dann bereit ist, kommt sie zu dir zurück. Die Beratung. Verzweifelt in Diamond City. Lieber Publik, ich lebe jetzt schon seit Jahren in Diamond City, aber ich hatte noch nie eine Freundin. Ich trage teure Kleidung und gebe ihnen Drinks aus, aber offenbar halten mich alle für einen komischen Kauz. Mein Boss sagt, dass mein Gesicht nur eine Mutter lieben könnte, und er hat wohl recht. Mir gehen die Optionen aus, Publik. Soll ich es tun? Soll ich mir mein Gesicht operieren lassen? Verzweifelt in Diamond City. Lieber Einsinn, hast du schon mal versucht, mit den Mädchen zu reden? Solltest du mal versuchen. Zuneigung kann man sich nicht erkaufen, man muss sie sich verdienen. Schlafwandel auf Drahtseil. Liebe Publik, ich habe da diesen Job. Zahlt die Rechnungen, aber in letzter Zeit kann ich nur noch schlecht schlafen. Alles ist so angespannt. Wenn sich nicht bald etwas ändert, mache ich am Ende noch einen Fehler und verletze mich oder jemand anderen. Hast du einen guten Rat, Publik? Schlafe an auf Drahtseil. Lieber Einsinn, hört sich an, als müsstest du dich mehr entspannen. Nach einem langen Tag voller Probleme anderer Leute schnappe ich mir am liebsten eine Nuka-Cola und ein paar Comics und lese, dass ich einschlafe. Probier das doch mal. Weisweise. Allein in Apostenz, liebe Publik. Ich könnte einen Freund gebrauchen. Alle in der Stadt sind entweder neidisch auf mich oder haben Angst wegen meines Aussehens und meines Arbeitgebers Angst vor mir. Ich bin nicht bereit,
Kompromisse einzugehen, nur damit die Leute mich mehr mögen. Aber dafür bezahle ich mit Einsamkeit. Du scheinst mir ein schlaues Mädchen zu sein, Publik. Mal Lust auf einen Drink irgendwann? Leo Einsender, bei dem Drink muss ich wohl passen, aber dein Gefühl stimmt. Neue Freunde tauchen an den unwahrscheinlichsten Orten auf. Du musst sie nur finden. Okay. So, und die, ja, da reden wir halt kurz. Piper. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Wegen deines blauen Anzugs? Du bist ein Wortbewohner. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Das weiß ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Das Tor des Jahrhunderts, okay. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Kann ich mich jetzt hier bedienen? Ah, guck mal. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Boston Barrow. Nett. Hey, Kumpel. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Stimpaks, Munition. Nice. Okay, das war das. Jetzt kennen mich auch alle schön. Was ist das hier noch? Zwei Ausgänge? Albern, albern. Okay, ich gehe... rechts rum. Hey du, hab hier jede Menge Brahmin-Fleisch am Haken. Moment, was ist das für ein Fleisch? Hast du noch nie einen Brahmin gesehen? Groß, dumm, vier Beine und zwei Köpfe. Das einzige Rindvieh, das es noch gibt. Alles kommt frisch von der Farm der Cotmans.
Manchmal bekommen wir auch komisches Zeug von den Karawanen rein. Komisches Zeug? Noch komischer als Fleisch von zweiköpfigen Kühen? Ja, du Traumprinz. Noch komischer als das. Meierlöck, Bläfliege, Red Hirsch. Alles Eiweißlieferanten, oder nicht? Und im Commonwealth darf man nicht wählerisch sein. Sehr richtig. Dann lass mal sehen, was du so hast. Frischer geht's nicht. Schon mal Patronen. Kostet 12 pro Stück oder was? Nee. Eine Patronen, 3 Kronen. Hab ich denn 38? Kronkorken habe ich denn? 1800. Das ist nicht viel. So, das war das. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Das ist das ein echter Wortanzug? Wahnsinn. Ein Neuankömmling, was? Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Ah. Dugout Inn. Wir wollen auch mal rein. Und gucken. Vadim, ich muss mit dir... Augenblick noch, Yefim. Ich erzähl grad was. Also, ich bin... Ein offener Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ehrgeiz. In der Nähe von Andrews Station ist es zu verstärkten Raider-Aktivitäten gekommen. Sie haben Geld, Ausrüstung, Vorräte, alles von ehrlichen, fleißigen Menschen gestohlen. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Keine sonstige Belohnung. Gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meierlöck. Ein Meierlöck? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Vadim! Oh, ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Yefim. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Das ist ein richtiges Hotel hier. Bürgermeister und seine verdammten Reden. Wir danken der Mauer. Das ist doch ein Witz. Hey, ich wäre lieber auf seiner Seite der Mauer als auf der anderen, weißt du? Na schön haben sie es hier. Hast du die Zeitung gelesen? Verdammtes Sitz. Wir stecken sich mitten unter uns. Du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Hey, nicht so laut. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles wird hier vor Ort gebraut. Aha. Das stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. war nur Spaß. Nur Spaß. ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Dann lass mal sehen, was du so hast. Bar? Was soll ich das will dich ja Frage nicht beeinflussen. Sein? Aber es ist alles ausgezeichnet. So, was haben wir denn hier?
Wert. Junkjet. Ja, 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 ja. Baseballschläger, Wert 9. Basketball. Toll. Wert 0. Ja, dann nehmen. Okay, das war ja schön. Ja, zurück in Diamond City. City, City, City. Okay, das sollte ich vielleicht nicht machen. Laden, schnell speichern. Science Center. Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt, weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha, du willst also doch drüber reden. Sieh mal, wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo, bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Wahrscheinlich. Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Gamma-Strahlung? Ganz genau. Gamma-Strahlung ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gammastrahlung und haben sich daran angepasst. Cool, oder? Was für Sachen haben sich an die Strahlung angepasst? Oh, das ist die perfekte Überleitung für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Von mir aus. Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Denk dran. Ich brauche eine intakte Drüse. Oh,
und kau da nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Ich muss eine Bläflein. Wirklich. Oh. Oh, da sitzt ja einer. Acht Stimpack entfernt, ja cool. Okay, schade. Guck mal, was hier alles rumliegt. Entschuldigung, Professor Scarra? Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Oh, schön hochnäsig. Bläfliege soll ich besorgen. Ja, Bläfliegendrüse, um genau zu sein. Ich glaube, die Bobrov-Brüder suchen nach dir. Echt? Sprich mit den Bobrov-Brüdern. Diamond City Radio. Folge dem Freedom Trail, was? Ja, wie viele Aufgaben einfach hier dazu kommen. Ach. Richtiges Signal kommt er da nicht rein. Ha, ich wurde nicht entdeckt. Was habe ich dir denn gesagt, Cheng? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Cheng. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Wasser. Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Du bist ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, geh abends in die Schule, das volle Programm. Also, wie wär's mit einer Flasche Wasser, hm? Fleißig. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Was für ein Zeug ist denn da unten? Du musst dich um die großen Sachen kümmern. Meistens ist es was so ab der Größe eines Buchs. Ich kümmere mich drum. Aber er trinkt nicht. Deine Leiche würde ich da nur schwer wieder rausbekommen. Reinige die Wasserversorgung. Ist denn nicht radioaktiv hier? Doch. Ah.
Sonstiges. Reinige die Wasserversorgung. Ja, das ist hier unten. Hab ich nicht noch so ein Radio-Dingsbums-Hilfsmittel? Grad X ist das, ne? Strahlung widerstehen. Aufbereitetes Wasser! Riskiert nicht, draußen im Commonwealth zu verdursten! Hallo? Nein, nicht trinken! Ich sollte den Scheiß Kack nehmen. So. Das hätte ich. Sieh nur, wie sauber das Wasser jetzt ist. Gute Arbeit. Hier ist deine Belohnung. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? Sheng? Warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein, dass der Typ davor eine scharfe Handgranate gefunden hat. Hey, wenn die Filter erstmal wieder laufen, ist das doch nicht mehr wichtig, oder? Naja, egal. Brauchst du Wasser? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Such dir was aus. Nee. So, weiter geht die Erkundungstour. Ja, was ist das für eine Hülle? Abbots Haus. Sperrt kann man hier ernten. Ach, guck mal, das geht. Richtig geerntet wird jetzt. Nam 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 nam. So, das war's. Die ganzen Essenssachen geklaut. Leute, ich brauche mal eure Aufmerksamkeit. Ach du Scheiße. Ich möchte kurz etwas zu dem Thema sagen, das euch sicher alle beschäftigt. Dieser widerliche Artikel, den Piper da geschrieben hat. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint. Und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir, die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt. Und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Sünds und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist. Der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist. Als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Er redet vielleicht ein Mist. Klatscht gar keiner. Redet Mist? Der Bürgermeister hält eine Ansprache. Sei still! Doch gar nicht. Was? Hast du dich verlaufen? Ich bin doch.